Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, 13. Folge und hier der 13. im September. Wenn das mal nicht ein übles Vorzeichen ist. Ich hoffe, dass hier heute nichts schief geht in dieser Folge. Also drückt auch die Daumen, dass ja, das Unglück an uns vorbeigeht, wie man so schön sagt. Ich werde mir noch ein paar Holzböden hier hinlegen, denn ich finde, das ist eine Sache, die ich gerne weiter verfolgen möchte. Ja, da geht's nicht. Ja, dann machen wir es hier so ein bisschen. Und ja, ich denke mal, dieses ganze Stück, das werden wir auch noch machen. So, okay. Ich werde hier so ein paar Stellen lassen. Also das hier zum Beispiel und auch hier so ein bisschen. Denn ich finde es ganz schön, wenn so kleine Uferböschungen da sind, die dann halt natürlich sind. Hier, das lasse ich auch so. Aber hier, da geht's ja nicht. Da ist der Boden sumpfig, sonst hätte ich hier jetzt auch noch ein bisschen was drüber hergezogen. So, also, ich würde sagen, in dieser Folge auf jeden Fall weiter Ausbau, zusehen, dass das Lager hier fertig wird. Die Zone können wir eigentlich ruhig schon machen, denn da spricht da gar nichts gegen. Jetzt haben wir erstmal ein verrücktes Tier, ein Hase. Eieiei, wo ist der Hase? Ja, der hat auf jeden Fall noch ein ganzes Stück vor sich. Wobei, das kann auch schneller gehen, als uns lieb ist. Ich werde mal kurz ein bisschen beschleunigen. Und wenn er dann gleich hier auftaucht, machen wir die ersten Leute fertig. Trosma kommt hierher. Gura hier. Ich denke, das reicht aus. Es ist nur ein Hase. Wird uns vermutlich nicht sehr gefährlich werden. Ich könnte mir vorstellen, dass auch einer unserer Hunde relativ schnell aktiv wird. Uff, ja, so viel dazu. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon den ersten Treffer. Oh, der Welpe wird angegriffen. Was für ein gemeiner Hase. So, okay, der ist erledigt. Jetzt müssen wir eben schauen, was da los ist. Ah, nur eine Prellung am Nacken und am Körper. Ich glaube, da müssen wir nicht mal eine große Behandlung machen. Aber hallo, ich kann doch nicht einfach Welpen angreifen. So geht's ja nicht. So, jetzt aber zur Lagerzone, damit ich das nicht vergesse, kommt hier rein. Das ist unser neues Allgemeinlager. Ich nenne das mal Hauptlager. Moment. Name geht hier. Das ist das Hauptlager. Und hier kommt im Grunde alles rein. Ich kopiere die Einstellung von diesem Lager. Ich meine, ich hätte die nicht verändert, die Standardeinstellung, trotzdem eben auf Nummer sicher gehen. Außer, und jetzt kommt es nämlich, wir wollen hier kein Holz drin haben. Kein Holz und auch, ja gut, den anderen Krams eigentlich schon, weil eigentlich will ich nur das Holz hier unten raus haben. Also ich möchte eigentlich alles hier raus haben und das Holz, das lagern wir weiter hier unten irgendwo. Hoppla, Verzeihung. Vielleicht können wir auch eine zweite oder nochmal eine andere Zone machen. Ah, Leute, tut mir leid. Okay, also, hier jetzt erstmal das Lager hin und das heißt, wir werden dieses hier dahingehend ändern, dass wir alles löschen und nur Holz erlauben. Und dann schauen wir mal, dass das alles hin und her getragen wird. Das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern. Hat aber auch keine große Priorität. Hier wird doch relativ oft durchgelaufen, von daher frage ich mich natürlich, ob man hier nicht doch Holz hinlegen sollte. Aber ich finde, ein bisschen muss auch schöne Natur noch bestehen bleiben. Ich weiß, ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen. Ich weiß, es gibt viele Mods und einige von euch schlagen auch weiterhin viele Mods vor. Ich möchte aber tatsächlich keine Funktionsmods, keine Inhaltsmods hinzufügen. Ich weiß, es gibt zum Beispiel so Brücken und so, die man per Mod dazu nehmen kann. Es gibt auch Bodenbelege, die man hier über den Schlammboden und über den Sumpfboden legen kann. Aber all das möchte ich nicht. Ich möchte keine neuen Möbelstücke, keine neuen Einrichtungsgegenstände, gar nichts. Ich will einfach nur Funktionsmods haben. Ne? Das meine ich damit. Wie zum Beispiel der Forschungsbaum. Ne, der fügt nichts Neues zu, der stellt nur die Forschung anders dar. Oder wie den Medical Tab hier, der keine neuen Funktionen bietet, sondern einfach nur die vorhandenen Informationen anders darstellt. Ja? Oder die Mod, die uns hier erlaubt, 4 Rationen auf einmal zu kochen, die keine neuen Nahrung zufügt, sondern nur das Kochverhalten ändert. Ja, sowas. Da habt bitte Verständnis für.
Ach, schau mal, da ist einer von den Stühlen, ist fertig geworden, der ist überlegen. Ich glaube, jetzt können wir auch mal die Blumenkübel angehen. Der ist normal, der ist okay. Der ist gut, den können wir auch lassen. Der ist schäbig, der muss weg. Der ist normal. Der ist schäbig, der kommt ebenfalls weg. Schlecht kommt auch weg. Normal darf bleiben. Und der ist übel, der muss auch auf jeden Fall weg. Gut. Und dann gibt es jetzt neue Blumenkübel. Moment, wo stand das immer rechts neben der Tür? Eins. Zwei. Der ist noch nicht abgerissen. Drei. Und hier wollen wir natürlich auch wieder mindestens überlegen haben. Von der Qualität, damit... Ja, damit wir erstens ein bisschen Holz verbrauchen. Damit unsere Handwerker ein bisschen üben können. Denn wenn es fehlschlägt, gibt es ja direkt den zweiten Versuch und den dritten gegebenenfalls. Ach, schau mal, hier werden Steine geworfen. Kann man das auch mal sehen. Ist im Grunde wie Hufeisen werfen. Nur, dass die Steine hier wahrscheinlich im Loch landen müssen. Also ist der Vergleich mit Buhl doch etwas, falsch. Gut, so. Also, das Lager. Ja, einige Sachen sind sogar schon drin. Das ist gut. Ist sogar sehr gut. Ist aber auch noch nicht fertig gebaut. So, aber dort haben wir jetzt ebenfalls Platz für den neuen Blumenkübel. Sehr schön. Der ist gut. Der ist überlegen. Der ist normal. Okay, Moment, habe ich den auch kontrolliert? Ja, mit dem habe ich angefangen. Läuft also soweit. Ist noch lange nicht alles raus, aber ich sehe gerade, dass die Hunde auch tragen. Oder besser gesagt, die Huskies. Wenn wir hier bald nur noch Holz haben, dann verkleinere ich das Lager auch wieder ein bisschen. Beziehungsweise würde ich das dann hier... Das mache ich jetzt schon. Da haben wir einmal Schieferwand. Haben wir eigentlich Schieferblöcke? Ja, haben wir sogar. Aber die würde ich lieber aufbewahren für was anderes. Ich konnte hier keine Stelze bauen. Das war's. Ich dachte, ich ziehe es dann hier runter. Geht aber leider nicht, weil sumpfiger Boden das hier verhindert. Schade. Aber die Gräber, die können wir in die sumpfige Erde bauen. Das ist ja immerhin etwas. Dann sollten wir hier aber vielleicht auch die Pflanzen so ein bisschen drumherum entfernen. Warme Kleidung benötigt. Oh, mindestens zwei unserer Kolonisten werden in der kalten Jahreszeit keine warme Kleidung haben. Umbra, Moment, der hat doch aber... Die Stammeskleidung ist doch eigentlich... Inventar. Ja, die Stammeskleidung ist ja eigentlich alles, was wir... Ich meine, so kalt wird's auch nicht. Oh, es ist 0 Grad gerade, sehe ich gerade. Ja, von wegen, so kalt wird's nicht. Hier ist noch kein Dach drüber. Nee. Weil dieses Stückchen noch fehlt. Da möchte ich gern, dass Gora das mal eben priorisiert. Okay, da kommt das Dach. Forschung abgeschlossen, Elektrizität. Sehr schön. Jetzt wird's langsam spannend. Erstmal gehe ich jetzt auf komplexere Kleidung. Und danach auf Steinhauerei. Moment, eins, zwei. Also erst kommt dies und dann wird automatisch Steinhauerei erforscht. Und durch die Elektrizität stehen uns jetzt natürlich ganz viele tolle neue Möglichkeiten offen. Unter anderem natürlich der Bau von... Solaranlagen. Ich hoffe, dass wir die wenigstens auf den sumpfigen Boden bauen können. Das wäre schon ziemlich gut. Moment, Solaranlagen können wir noch nicht machen. Aber gut, wir können Holzfeuergeneratoren und Kraftstoffgeneratoren bauen. Kraftstoff kann man übrigens seit dieser Beta dann auch von Bumalops zum Beispiel gewinnen. Wenn man die also hier... Oh ne, das ist eine Boomratte. Haben wir gerade Boomerlobs? Da sind welche. Also wenn ich die jetzt zum Beispiel zähme und dann ernte, also sprich, wenn man die melkt oder was sage ich jetzt einfach mal, dann bekommt man davon, ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, hergestellt zur Produktion von Chemikalien. Ja. Bildet die Boomerlob einen großen Sack voll instabiler Chemikalien auf ihrem Rücken, auch wenn sie für ihre Größe schwach und zerbrechlich ist, haben andere Tiere gelernt, ihr aus dem Weg zu gehen, weil sie eine riesige Explosion erzeugt, sobald sie stirbt. Ja, also das sind diese Säcke hier, da sind Chemikalien drin, die kann man ernten und daraus kann man dann eben Generatoren betreiben. So, generell,
ist es vielleicht keine schlechte Idee, mit einer Tierfarm oder mit einer Tierplantage oder einer Tierfarm, sagt man eigentlich, mit einer Tierfarm was anzufangen. Wäre dann halt nur die Frage, wo. Man muss das Ganze irgendwie so ein bisschen einzäunen. Hier ist die sumpfige Erde. Das Dumme ist, dass die über den Fluss weg könnten, sonst könnte ich einfach hier eine Mauer drumherum bauen, aber das sieht dann auch unmöglich aus. Ja, da müssen wir uns auch schon was einfallen lassen. Wir haben nämlich wenig Baugrund. Hier wäre es möglich. Könnte zum Beispiel hier einfach dran bauen, so eine Art Gehege bauen für Tiere. Und ich glaube, wir brauchen später viel Trockenpumpen, das auf jeden Fall. Also ich werde jetzt noch nicht direkt Bubalope zählen. Von daher lassen wir das erstmal sein. Wir bauen jetzt einen Holzfeuergenerator, denn Holz, das wissen wir ja, haben wir zur Genüge. Und den kann ich auch nicht auf sumpfiger Erde platzieren. Das heißt, die muss ich aber eigentlich auch innen bauen, oder? Weil Elektrizität und außen ist, glaube ich, keine so gute Idee. Bräuchte man eigentlich so einen kleinen Raum für Strom, den mache ich hier hinten dran. Ich glaube zumindest, dass wir dort überall... Ja, hier ist noch viel Platz. Ja, dann passt mal auf. Dann machen wir das so. Und dann bauen wir hier Generatoren rein. Ja, das machen wir so. Und das kriegt eine extra Tür. Und zwar hier. Dann reißen wir das ab. Das ging schnell. Dann machen wir es auch direkt fertig hier. Den Boden dort und natürlich dort kein Boden. So, fängt Gora direkt mit an, das ist gut. Riesling fällt schon mal ein Baum. Ah, sehr schön. Also das klappt wirklich ganz hervorragend. Da bin ich froh, dass wir zwei Leute haben, die gut konstruieren können, die gut bauen können. Ohne wäre es sehr anstrengend. Gut, ja, und wenn wir dann die Generatoren hingestellt haben, dann werden wir anfangen, eine Kühlung zu bauen. Dafür müssen wir Stromleitungen verlegen. Jetzt muss ich aber mal schauen, bei der Forschung, es gibt ja die versteckten Stromleitungen. Das Ganze ist irgend da, sind es 450. Und was braucht das als Voraussetzung? Habe ich das richtig gesehen? Schmieden? Nee, eigentlich nicht. Hoppla, eins. Passt auf, ich mache es anders. Ich werde... die versteckten Stromleitungen noch vor der Steinhauerei bauen. Erstens ist das eine sehr kleine Forschung und zweitens möchte ich nicht jetzt die ganzen Kabellose liegen haben. Und da brauchen wir, ja, das kann man jetzt leider nicht gut sehen, nee, da brauchen wir nur Elektrizität für. Alles klar, dann können wir das also auch erforschen. Also, jetzt zuerst die Kleidung. Mit der Kleidung können wir dann nämlich auch eine Nähmaschine hinstellen. Die können wir nämlich jetzt noch gar nicht bauen, das kommt alles dann. Und dann, wenn wir die Kleidung haben... Ah, die Hochzeit fängt an. Da Umbra und Samantha geben. Und ich hab's diesmal nicht verpasst. Ich möchte einfach mal darauf hinweisen, diesmal ist es nicht an mir vorbeigegangen. Sind alle da? Das ist gut. Ne, möchtest du, Samantha? Ihr kennt das Ganze. Ich werde die Zeit vorlaufen lassen. Es ist nicht super spannend anzuschauen, denn das war es im Grunde schon. Jetzt wird noch ein bisschen geplaudert. Hoffentlich prügeln sich nicht gleich wieder irgendwelche Leute. Aber dies scheint doch eine friedliche Zusammenkunft zu sein. Von daher einmal Harmonie und Zufriedenheit bei uns. Das ist doch auch schön. Alles klar. So, weiter. Weiter im Bauplan hier. Jetzt ist, glaube ich, Schlafenszeit. Ja, dann sollen die Leute erst schlafen. Dann können wir ja schon mal überlegen mit dem Holz hier. Ich denke, verkleinern können wir schon. Das heißt,
Was? Laufrausch? Riesling ist schon wieder mal schnell, wird anderthalbfach, wird 1,5 mal schneller laufen. Da freuen wir uns natürlich. Na, jetzt habe ich da die Zone entfernt, das wollte ich natürlich nicht. Ich möchte gerne wieder so. Erstmal, das sollte eigentlich reichen. Wenn wir jetzt dieses Holz hier auswählen, können wir das mal eben in die Lagerfläche tragen, damit es uns bloß nicht verrottet. Wir haben ja so wenig Holz, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht noch was verlieren. So. Das kann dann Anfang nächsten Tag gemacht werden. Und dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Holz drumherum legen. Ich meine, das hätten wir sowieso machen können, aber jetzt mache ich es tatsächlich auch. So. Ich denke, das soll dann auch reichen. Gut, gut, gut. Ja, da wird das ganze Zeug schon umgetragen. Jetzt können wir das eigentlich noch schnell tragen lassen. Das. Das. Und das. Und dann haben wir auch alles raus hier, was nicht mehr ins Lager gehört. Dann haben wir nämlich hier tatsächlich nur noch das Holz liegen und das wird eh nicht gebraucht. Außer für Konstruktion, also sprich für Möbel und sowas alles. Ich meine damit, es wird nicht gebraucht hier später für die Werkstatt. In die wir noch eine zweite Tür bauen wollten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. 1, 2, 3. Leer. 1, 2, 3. Dann mache ich... 1, 2, 3. Hier könnte noch was hin. Ich werde hier jetzt noch eine Tür bauen. Und zwar mit dem Hintergrundgedanken, dass wenn hier produziert wird und die Waren hier dafür gebraucht werden, dass die hier hin und her laufen können und nicht immer hier einmal ganz rum und durchs Wasser laufen müssen. Gut, und hier ist auch bald alles fertig, sehr schön. Forschung, versteckte Leitung, nee, komplexe Kleidung ist noch dran. Geht aber voran, beide sitzen schon wieder da und forschen. Hat jemand aufgestanden, aber gerade war es tatsächlich so, dass beide gesessen haben. Und dann würde ich sagen, machen wir schon den ersten Generator rein. 1, 2, wie viele können wir hier stellen? Wir können einige stellen. Wir sagen, wir fangen mal mit einem an. Der braucht natürlich jetzt auch Stahl, ne? 100 Stahl braucht ein Generator. Wie viel Stahl haben wir momentan? 417, ja, okay. Können auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Stahl abbauen. So, die Inspiration ist vorbei, kein Laufrausch mehr. Hier, der Blumenkübel ist auch noch nicht fertig. Das sieht auch unmöglich aus. Also, ich muss mal gucken, haben wir denn inzwischen die Entwässerungspumpen? Die sind ja, nee, die sind nicht bei der Elektrizität dabei. Wir können ja mal kurz gucken, ob ich die hier finde. Wird wahrscheinlich hier im ersten Zweig sein, würde ich sagen, oder? Türen, Schmelzverfahren, Beleuchtung, nee. Eher nicht, wie es aussieht. Könnte der sich wieder irgendwo verstecken? Vielleicht unter, nee, unter Mechanik eigentlich nicht. Tja, wo versteckt sich das jetzt? Unter Hydrokulturen vielleicht? Nein. An den Icons kann ich es jetzt auch nicht erkennen direkt. Hm. Das ist dann ja mal eine gute Frage. Da, Entwässerung, da ist es doch. Oh weia. Das ist teuer. Da brauchen wir noch zwei weitere Technologien für. Die Mechanik und die Grundlagen Mikroelektronik. Dann gibt's die Entwässerung. Hm. Ja, sollten wir aber relativ schnell machen, weil wir haben hier halt eben das Problem mit dem Baugrund. Und wenn wir die Pumpen spät aufbauen, dann dauert es halt auch lange, bis die Flächen nutzbar werden, ja. Um hier bauen zu können, muss man eine Pumpe hinstellen und das dauert dann mehrere Tage, bis die erstmal eine Erweiterung macht. Dann ist die im zweiten Kreis und dann ist die im dritten Kreis. Dann hat man diese beiden Felder irgendwann weg. Das dauert halt alles eben furchtbar lange.
Darum lieber ein bisschen früher. Wie viel Medizin haben wir? 246, okay. Mais haben wir noch gar nichts. Wieso wird denn eigentlich der Reis hier nicht angezeigt? Ach, da oben ist er ja. Also Reis und Kartoffeln haben wir genug, wird aber auch weniger. Das heißt, der Mais ist bei 50%. Na, das sollte aber reichen. So, eine Sonnenfinsternis betrifft uns nicht. Wir haben keine Solaranlagen. Aber wir haben den ersten Holzfeuergenerator. Vielleicht können wir ja mal jemandem sagen, dass er den befüllen soll. Ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt schon bräuchten, aber dann läuft er. Dann kann man mal gucken. Für 3 Tage und 3 Stunden Strom liefert 1000 Watt. Okay, was können wir denn schon mal bauen aus Strom? Was hätten wir denn für Abnehmer? Bei Temperatur. Die Klimaanlagen haben wir auch noch nicht. Wir könnten im Grunde Heizungen bauen. Das könnten wir schon tun. Aber wir haben noch keine Stromleitung und ich will nicht die hässlichen Stromleitungen legen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich werde die Heizung schon mal bauen. Doch, das mache ich auch. Und zwar bauen wir die neben die Tür. Denn da brauchen wir auch Stahl für und dann wissen wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen planbar, wo und wie viel. Die Heizung kann ich jetzt eigentlich nur hier hinstellen. Oh, da geht's nicht. Wieso? Ah, wird den Interaktionspunkt von der Arbeitsbank blockieren. Dann stelle ich sie da hin. Hier muss auch eine rein. Ich stelle sie immer neben die Tür, es sei denn, es geht nicht anders. Hier unten würde ich nicht kühlen. Gut, dann haben wir überall. Ja, gebaut sind sie auch schon. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Stahl die braucht. Neue Liebhaber. Ui, Gora und Trosma haben sich gefunden und sind jetzt Geliebte. Ja, wunderbar. Gora und Trosma. Dann wollen wir schon mal den Tisch ein bisschen verstellen. Und wir brauchen ein neues Doppelbett. Das heißt, Doppelbett. Bauen. Mindestens überlegen. Hoppla, wir kennen das Spiel. So. Gut. Welches Bett wird dann frei? Wo wohnt? Da oben wohnt Trosma. Alles klar. Da müssen wir den Schlafplatz für den... Ja, aber das Tier schläft eh nicht da. Die schlafen alle hier zusammen. Das ist dann halt so. Ich kann es auch nicht ändern. Vermisse Haustier, Captain. Möchte bei Gora schlafen. Das zieht jetzt gerade auch was ab. Aber da sind wir bei. Wenn Riesling wach ist, ist er. Dann soll er sich doch mal... Da, die komplexe Kleidung ist schon abgeschlossen. Oh, mit 2 Forschern läuft das Ganze ganz hervorragend. Das sehe ich schon. Forschungsmenü müssen wir nicht, denn die nächste Forschung haben wir ja schon gecued. Das sind die versteckten Stromleitungen. So, Riesling schicken wir jetzt hier zum Bett. Soll sie bitte fertig bauen? Hat nicht geklappt. Muss nochmal gemacht werden. Wir können dieses Bett, das ist ein überlegenes, das können wir abbauen. Deinstallieren. Riesling, komm, mach nochmal weiter hier mit dem Bett. Das ist jetzt schon wichtig. Ja, hat wieder nicht geklappt. Nochmal bitte. Aber hier bei über 12.000 Holz und ein Ende ist nicht in Sicht. Jawohl, da ist das Bett fertig. Dann können wir es installieren. Das macht jetzt Gora. Gora. Nicht dein Ernst jetzt. Jetzt wird es wieder zurückgetragen. Das hat nicht geklappt, weil da noch was stand. Und dann hat er... Oh, was ist denn jetzt? Ohne Kältewelle. Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. So, Trosma und Gora. Soll ich jetzt doch die hässlichen Leitungen legen oder was? Ich habe ja fast keine Wahl jetzt mehr. Wir brauchen auf jeden Fall Kleidung. Ich baue jetzt erstmal einen Produktionstisch, also eine Nähmaschine. Ein Nähtisch elektrisch könnten wir uns, glaube ich, leisten. Wir haben, da brauchen wir schon Bauteile für. Wir haben nur 4 Bauteile. Aber ich glaube, das macht Sinn, dass wir die gleich elektrisch bauen. Bauteile hin oder her, das ist dann halt so. Stahl haben wir 106, wir müssen also noch weiteren Stahl abbauen. Wird sonst alles ein bisschen knapp.
Und Bauteile. Tja, jetzt müssen wir auf Bauteilesuche gehen. Hier wären welche. Bauen wir die schon mal ab, dann haben wir schon mal wieder 6 Stück auf Vorrat. Hier oben sind keine Bauteile. Ja, das könnte spannend werden. Vor allem, wenn wir Bauteile dann... Obwohl, wir können sie vielleicht durch den Handel bekommen. Ja, das wird alles ziemlich spannend. Also, ich denke, ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beschließen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.